Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Let's Play-Freunde, zu Fez. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir das mit den Eulen endlich abgeschlossen und sind eigentlich schon, wie man sehen kann, recht weit. Wir haben auf jeden Fall schon mal alle Würfel, alle gelben. Hier fehlen uns noch 5 Stück. Und wo man die herkriegt, weiß ich auch mittlerweile. Also ich muss sagen, ich habe nachgeguckt bei bestimmten Sachen. So, jetzt müssen wir allerdings erstmal gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Ist das der richtige Weg? Ja, der führt dahin. Und zwar, ich will hier oben hin. Als erstes in den tollen Rätselraum, wo wir schon das letzte Mal viel zu viel Zeit verplempert haben. Und da komme ich am besten dadurch hin. Jo. Ich hoffe mal, hier ist gleich der Weg weiter. Mhm. Durch den Raum. Jo. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man durch den Raum hier drüben hingekommen ist. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir nach oben. Wow. So, den schwarzen Löchern ausweichen. Oh, sicherheitshalber hier mal kurz stehen, dass wir nicht alles nochmal machen müssen. Wenn nicht, hätten wir auch hier stehen bleiben können. Und hoch. So. Von hier aus auch ein Stück weiter nach oben. Das hier haben wir ja bereits gemacht mit dem, mit der Ansicht. So, hallo Thronraum, also Riesenthron. Hopp. Hops, zu weit. Ups. Na doch, das schafft man eigentlich. So. Das ist allerdings nicht der Raum, den ich suche. Muss ich dafür wieder hier nach oben? So. Genau. Da kommt man echt von selber nicht drauf. Also ich jedenfalls nicht. Das hier nämlich an der Wand sollen alle Formen sein, wie man einen Würfel faltet. Ja, genau. Also wenn man sich so anguckt, stimmt's auch. Jede Form hier, wenn man sie ausschneidet aus einem Stück Papier und dann faltet, ergibt einen Würfel. Eine Form fehlt allerdings. Es sind nämlich nur 10 Formen. Es gibt aber 11 Formen, um einen Würfel draus zu falten. Und ich bin ehrlich gesagt nie im Leben wäre ich drauf gekommen, wie diese Form auszusehen hat. Dumm die dumm. So. Und dann nehmen wir mal dich auf.
Nein. Ups. Also ein Würfel aus... sechs Teilen. Komm her. Das war an einer Stelle nicht richtig. Mist. So. Ups. Nein, nicht runter. Das war eigentlich nicht so von mir gewollt. Vor allem will ich das nicht so verschieben. Achso, danke. Gut, und jetzt müsste das eigentlich stimmen. Bingo. Das war einfach der ganze Zauber. Zwei Steine hier oben, zwei Steine unten und zwei diagonal. Daraus kann man auch einen Würfel falten. Und ich habe alles Mögliche hier rumprobiert mit den Formen an der Wand. So, damit haben wir das hier auch abgeschlossen. Als nächstes müssen wir wieder den Teleskopraum. Also gehen wir hier unten durch den Thron. Dummidi-dumm. Wir müssen jetzt mal wieder den Weg zur Sternenwarte finden. Ah, die ist gleich da hinten. Ich muss nur hochkommen. Das heißt, hier rein, oder? Nein. Da oben ist nur das Portal. Das heißt, hier unten geht's zur Sternenwarte. Und ich glaube, es wird schon langsam wieder Tag. Das heißt, immer bin ich von oben aus irgendwie da rangekommen, hä? Nee. Ich habe keinen Bock auf den Zeitschalter. Ich bin doch hier bei der Sternenwarte, oder? Ja. Ich weiß gerade gar nicht, bin ich durch die Tür am Thron da hochgekommen oder war es die versteckte Tür hier? War sie hier versteckt? Bin ich jetzt... Ach so, da ist sie. Fast. Da war es wahrscheinlich doch die am Thron. War der Thron hier oder war der da oben? Der war da oben. Nein, der war hier. Muss ich nur wieder hier rumhopsen.
Genau, der führt mich direkt oben an die Sternenwarte. So, und netterweise ist es auch gerade Abend. Und ja, da sind Würfel zu sehen. Und ein rotes Blinken, das wir uns auch mal merken sollten. Ich hätte nach den Würfeln gucken sollen zuerst. Da ist ein Punkt. Und ich glaube, es wird draußen schon wieder hell. Ja, wird es. Und die Tetris-Bausteine sehe ich fast gar nicht mehr. Mist. Okay, womit vertreiben wir uns jetzt die Zeit? Außer zu sterben. Wir könnten uns zum Beispiel mal diese Tafel da ansehen. Die sieht interessant aus. Nur leider gibt es an der nicht viel zu sehen. Ich achte nämlich jetzt mal ganz penibel auf die Umgebung, ob ich irgendeinen Indikator finde, welches, in welcher Reihenfolge ich die Würfel lesen muss. Oh, wird schon wieder Abend? Oder? Nein, es wird gerade Tag. Weil jetzt sehe ich, glaube ich, gar nichts mehr da draußen. Also ja, ich sehe, wenn ich hier so gucke, Tetris-Würfel, aber... Das dürften nicht dieselben sein wie die, die ich... bei Dunkelheit sehe, ja, zum Beispiel hier sehe ich gerade nur dieses Würfeldiagonalzeichen da. Also die beiden Vierecke, die wie eine 8 aussehen. Habe ich das Zeichen hier zufällig irgendwo, dass ich es euch zeigen kann, welches ich meine? Nein, habe ich leider nicht. Habe ich das auf einem deiner Gegenstände? Ja, genau, hier auf dem Buch. Dieses Zeichen hier, meine ich, war da zu sehen. Das hier ist der Buchstabenwürfel gewesen. Das war einfach nur das Schädelartefakt und das war halt der Zahlenwürfel. Ja, ich kann hier jetzt wirklich warten, bis es wieder dunkel wird. Weil leider auf der Karte vergeht die Zeit nicht, sonst könnten wir gucken, wo wir als nächstes noch hin müssten. Also ja, hier auf jeden Fall rein. Da können wir aber erst rein, wenn wir alle Würfelteile haben. Und dann gibt es eben noch die beiden Super Special Secrets. Und das wahrscheinlich Schlimmste, der Glockenturm. Autsch.
Ich kann ja so lange ein bisschen rausgehen, frische Luft schnappen. Hier gäbe es auf jeden Fall einen Teleporter zurück. Aber eigentlich sieht es so aus, als ob es draußen dunkel wäre. Ups. Das ist halt richtig fies. Bist du jetzt Abenddämmerung oder bist du schon wieder Morgendämmerung? Das weiß ich eben halt nicht. Du bist Abenddämmerung. Ups. Ja, ja, großes Teleskop. So, da ist schon mal ein links und ein, ich habe das genau auf der anderen Seite stehen, ein nach rechts drehen, also ein D. Hier ist ein rechts und noch ein T. Ich hoffe mal, ich muss die nicht wieder drehen. Hier ist ein Springen und ein rechts. Und hier ist ein. Also ja, da ist so ein komischer Punkt da oben in der Ecke. Deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass das hier die 1 ist. Also ist hier ein D und ein Springen. Und es verschwimmt schon wieder alles. Okay. Also. D, Springen, rechts. D, links, sind es überhaupt 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, nochmal von vorne. D, springen, links, D, rechts, D, springen, rechts. Okay, ich versuche es mal zu wiederholen. Also mal gedreht zu wiederholen. Also D, springen, hoch, D, runter, D, springen, runter. War es auch nicht. Dann wiederhole ich es einfach mal so. D, springen, hoch, D, runter. D, springen, hoch. Mist. Ich sollte irgendwo stehen, wo mich das hier nicht so sehr traktiert. Und vielleicht wieder. Sag mal, vergeht die Zeit hier drin so schnell? Oder sieht der Himmel einfach nur wie Tag aus? Na, stelle ich mich einfach mal aufs Teleskop. Also. D, springen. Links, D, rechts, D, springen, das hier, D,
die springen. Das hier, D. Das hier, D. Springen. Das hier. Was auch nicht. Oh, es wird wieder dunkel draußen, oder? Na, scheinbar noch nicht dunkel genug. Also nochmal. D. Springen. Hoch. D. Runter. D. Springen. Runter. D. Springen. Hoch. D. Runter. D. Springen. Runter. D. Springen. Hoch. D. Runter. D. Springen. Runter. Okay. Drehe ich das ganze Blatt mal um. Hoch. Springen. D. Hoch. D. Runter. Springen. D. Hoch. Das war falsch. Ich probiere jetzt gerade schon wieder viel zu lange an diesem Rätsel rum. Ich hätte mir vielleicht einfach die Lösung aufschreiben sollen. Jetzt wird's dunkel auf jeden Fall. Und ja, ich muss es so lesen. Also das ist auf jeden Fall ein D und ein Springen. Ja. Jetzt drehe ich einfach mal gegen den Uhrzeigersinn und schreibe es mir so auf. D, Springen. Dann habe ich hier noch ein Springen und ein nach rechts. Dann hätte ich hier ein weiteres nach rechts und ein D. Und dann hätte ich noch ein links und ein D. Ja, und da geht wieder das Licht aus. Gut, also. D. Springen. Springen. Rechts, rechts. D. Links. D. Das ist einfach nicht richtig. D. Springen. Links. Außer ich lese die Symbole verkehrt rum. Dann wäre es Springen. D. Springen. Links. D. Links. D. Rechts. Das würde am meisten Sinn ergeben. Da wären nämlich die Ds auch wieder hintereinander. Fast. Also lese ich es mal so. Springen. D. Springen. Links. D. Links. D. Rechts.
Auch nicht. Oder ich habe irgendwo gerade aus Versehen ein D mit einem A verwechselt. Das glaube ich aber nicht. Au. Bring ich mal ganz runter. Hier ist es sicherer. D. Springen. D. Springen. Links. D. Rechts. D. Springen. Rechts.